2020 wurden das FC Köln vor 2658 Zuschauern. Endstand 0:1. Leider. Bitte, lieber Trainer, einen Kommentar zuerst. Mach jetzt mal bitte. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Fünf Spiele haben wir jetzt absolviert und in fünf Spielen haben wir unfassbar viel Erfahrung gesammelt. Nicht nur die Jungs, die ziemlich jung sind, sondern auch ich, weil ich echt eine coole Atmosphäre mittlerweile hier mitbekomme in den Spielen, sowohl von draußen als auch auf dem Feld. Es ist so, dass wir uns heute nach zwei unglücklichen Niederlagen endlich belohnt haben für den großen Aufwand, den wir auch in den letzten Wochen betrieben haben, der auch, wie ich finde, aufgrund der ersten Halbzeit vor allen Dingen verdient ist. Auch wenn er im weiteren Verlauf des Spiels dann eben, weil wir nicht das vielleicht vorentscheidende Tor machen, noch am seinen Faden nehmen. Vielleicht ging bei dem einen oder anderen schon das Essensspiel durch den Kopf, zu kurz vor Schluss, das ist lange Nachspielzeit und das vielleicht in Wuppertal auch diesen Ausgleich erzielt, wäre durchaus Sinn gewesen. Aber wir haben uns mit allem dagegen gewehrt, wir wollten unbedingt diesen Sieg heute. Es war auch wichtig, dass wir in Führung gehen, weil ich war vor zwei Wochen hier gegen die zweite von BVB und habe auch gemerkt, dass es immer im weiteren Verlauf des Spiels nach der Führung vom BSV absolut schwer ist, hier etwas mitzunehmen. Ja, und von daher sage ich, es war gut, dass wir in Führung gegangen sind, haben uns verdient, mutig gespielt und letztendlich auch in der langen Zeit dann mit dem immer wieder kehrenden Druck von Wuppertal das Ding dann wirklich mit Zeit gemacht. Dankeschön. Ja, jetzt unser Chefcoach Andreas Zimmermann, bitte. Ja, Marc, erstmal Glückwunsch. Ja. Vor der ersten Halbzeit sieht genauso weit verdient. Wir waren nur so ein bisschen, gerade in der ersten Halbzeit waren wir ein Stück weit zu ängstlich. Ja. Nicht mutig genug gespielt, vielleicht hätte ich so eine Halbzeit gesagt. Wir müssen mutig spielen, wir müssen Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten haben, wir müssen uns mal aufdrehen, sauber schon mal die Seite wechseln, sauber in die Spitze spielen, um den Gegner dann letztendlich mobil zu tun mit Aktionen. Da haben wir in der ersten Halbzeit leider viel zu wenig gemacht. Ich erinnere mich nur an der ersten Halbzeit an die Riesenchance von Gianni, den Mazzullo, von der Standard von Nedim Bibic, das war ein Riesending gewesen, aber auch gerade in der ersten Halbzeit in Einzel. Wo man richtig gefährlich vom Tor kam. Aber da haben wir Köln sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, wir haben in der Halbzeit darauf reagiert, immer den Druck auch überhöhen. Da haben wir gemacht, wir haben den Zweikämpfe gegen mutiger spielen, auch nach vorne spielen. Aber wir haben so die letzten 100%igen Chancen nicht herausgespielt, muss man auch sagen. Obwohl die uns alle gegeben haben, wir sehen ja da war im Stadion. Wir müssen auch daraus lernen. Wir haben eine ähnlich junge Mannschaft wie auch Köln. Klar, wo viele geklappt in den vergangenen Spielen, beziehungsweise auch erkämpft, dass man auch die erste Chance reinigen kann, wo du dann in den Flow reinkommst. Das war das erste Mal, dass wir in Rückstand gerieten. Auch das muss man lernen, beziehungsweise darauf muss man reagieren, muss man umgehen können mit so einer Situation, auch das Tor machen zu wollen. Und ich habe den Jungs auch die eingewechselt worden sind, wo wir dann dürfen nicht hektisch die Abschlüsse suchen, wir müssen sauber die Aktion zu Ende spielen und dann noch das 1-1 einen Ausgleich zu machen. Aber leider haben wir zu hektisch, wie gesagt, abgeschlossen und leider auch das Tor nicht getroffen. Daran werden wir arbeiten. Momentan sind wir enttäuscht, das ist klar. Wir wollten unsere Heimserie fortführen, auf jeden Fall ungeschlagen bleiben. Haben wir heute nicht geschafft. Wir müssen uns schütteln, machen wir. Und wir wissen, dass die 9 Punkte immer gegen Abstieg sind. Das ist auch wieder nochmal wach geworden, das ist auch richtig, weil ich weiß ja, wie ein oder andere dann vielleicht denkt, wenn man nach 3 Spielen 9 Punkte holt. Die sind wichtig für uns und man sieht ja die Ergebnisse, gerade jetzt halt dann gegen Dortmund 2-2. Jede Mannschaft holt auch in den Punkte unten und wir müssen kämpfen, ackern und fighten um jeden Punkt. Und das werden wir in Rödinghausen machen und dann haben wir halt dann und ich glaube, wir hatten schon wieder zu Hause, ne? Weil wir echt nachgefahren haben. Und das sind die nächsten 3 Spiele, aber wie gesagt, jetzt müssen wir uns erstmal erholen. Natürlich drüber sprechen über das Spiel, was gut war, was weniger gut war, neu anpacken und in Rödinghausen bessere Ergebnisse erzielen, so dass man zumindest
schön, dass wir uns mal wiedergesehen haben. Herzlich willkommen hier hoch, Regionalliga West. Sieht man hier ähnlich ab wie in Wuppertal, wie in Jena. Und da haben wir sie letztes Mal gesehen und bis dahin kommen wir nach Spaß. Und gute Einreise und wir werden uns sehen. Bis dann. Dankeschön. So eine Konstellation haben wir durch, habe ich noch nie gehabt. Beide den gleichen Nachnamen. Gibt es irgendwelche Fragen an den beiden Trainer? Qualität. Das ist nicht der Fall, dann sehen wir uns am 7.9. hier, 14 Uhr im Stadion und so. Und es geht abscheiden. 09. Dankeschön. Danke.